Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Dark Souls, All Bosses, PvP Run geht weiter in die nächste Phase. Und zwar ist der Plan, jetzt Nito zu erlegen. Ich möchte einmal noch was checken. Und zwar habe ich hier doch so ein Schwert gesammelt. Das war, glaube ich, das hier. Achso, nee, das will. Ja. Nee, ich will sehen, was ich dafür brauche. 14 Wille. Dann schaue ich mal, ob ich da noch schnell hinkomme auf 14 Wille. Jetzt nicht, aber ich will auf jeden Fall die 14 Wille haben. Für den Kampf gegen die Skelette kann dieses Schwert sehr nützlich sein. You sorry fool. You could not be the chosen one. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, welches Schwert ich denn bei meinem zweiten Run hatte. Das war nämlich auch voll krass. War das das da hinten? Ist das so ein Schwert? Weiß ich gar nicht. So, ich denke, ich werde hier versuchen, jetzt einfach durchzulaufen nach unten. So viel dazu. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren. Noch eine weiter. Genau, hier ging es links. Und dann war hier das Leuchtfeuer schon? Glaube ja. Ach so, dann muss ich jetzt erst dich. Jetzt hat. Sehr gut. Muss ich hier das aktivieren? Ich glaube ja. Da geht dann die Tür oben auf. So. Ich weiß nicht, ob ich hier komplett durchrennen will. Ich kenne auch hier den guten Weg nicht, tatsächlich. Ich glaube, hier gibt es irgendwie einen guten Weg. Hey, deine Mutter? Hey, wow! What the fuck? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass mich einer invaded hat. Holy shit! Was zum Teufel? Wie schnell das ging, was war das denn? Deine Mutter spielt besser Dark Souls als du. Gar nicht mitbekommen, dass da einer kam.
Müsste hier nicht irgendwo dieser Typ sein? Mist. So, wie lief jetzt die Nummer hier nochmal ab? Nee, 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 nein, 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 nein. Oh, shit. Raff. Grüß dich. Jetzt habe ich keine Menschlichkeit mehr dabei. Stimmt, drei gibt's bei einem Händler zu kaufen. Ah, wo sind... Da. Scheiße. Oh, wie war denn das hier nochmal? Aber hier gibt's doch irgendwo noch ein Leuchtfeuer, oder nicht? Nee! Scheiße. Oh. Oh Mann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich hätte genug Seelen. Oh, bei welchem Händler war denn das noch? Bei dem oben, ne? Da waren 10 Menschlichkeit. Ja, der Rattenfreund, genau, ja. Hey, schön, dass ihr am Start seid. Habe ich heute noch gar nicht gesagt, ey. Es freut mich wieder sehr. Ach so.
Nee, erst. Die waren relativ teuer, ne? Ah, der gibt nix, der gibt nix. Schon besser. Der verkauft nur eine. Irgendwer hatte denn noch mehr eigentlich, dachte ich, oder? Hatte nicht irgendwer noch mehr davon? Der Affe hat schon auf den Kopf gekriegt. Ach so, du meinst den Sekiro-Affen. Dachte jetzt im ersten Moment, du meinst mich. Nee, heute ist Dark Souls 1 PvP-Run. Kann man hier irgendwie schneller runter und besser? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich PvP All Bosses, ja. Erstmal das. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Okay, gut gelaufen. Ah, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Es läuft, es läuft, es läuft. Jawohl. Passt. Oh, da war. Oh, kam jemand rein. Kunst des Entfachens. Sehr gut. Und eine Menschlichkeit dazu. Nice. Jetzt wird's auch noch mal wild. Nee, ich hab die Leuchte nicht. Oh Leute, wie war denn das noch mal? Scheiße.
vergessen, wo ich hin muss. Da gab es doch irgendwie so ein... Nein, oh. Hier ist ein Leuchtfeuer irgendwo, oder? Kann ich da runter droppen? Ja, ach gut. Das war gut, das war gut. Hi, Patches. Curses! What's wrong with you? Du hast dir ja sogar einen Blitzbär geholt. Ja, der ist super. War voll der gute Tipp. Ja, jetzt ist... Oh, shit! Mist. Oh, shit, Mann. Die Necromancer droppen die. Kann man die nicht irgendwo auch kaufen? Die Lampe. Oh, hier im Dunkeln, ne? Scheiße, ey. Merlin grüßt dich übrigens. Hi. Hey! Da unten gibt's eine Laterne. Wo ist da unten? So leer. Ach, hier unten, wo Patches einen runterschubst. Ah, sehr gut. Dankeschön. Die muss hier rein, ne? Glaube ich. Genau. Oh, ihr seid miese Mistkerle, ey. Na bitte, geht doch.
Na, ich habe vergessen, dass die doch ein bisschen mehr aushalten. Wo ist die Leiter? Da. Ah, das letzte Mal, als ich hier durch bin, bin ich, glaube ich, im Dunkeln durch. Aber es ist mir einfach zu. What the fuck? Er killt mich einfach instant. Scheiße, jetzt ist der Loot auch weg. Fuck. Ah, verdammte Axt. Zehn Menschlichkeit. Ärgerlich. Okay, dann kann ich wieder versuchen, da durchzurushen. Nee, 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 nee. Wie war denn das hier noch? Irgendwo da unten. Hier gab es aber doch noch ein besseres Leuchtfeuer, dachte ich. Dieses, genau. Oh nee. Lass mal bleiben. Ich glaube, er ist runtergefallen. Ja, sehr gut. Okay, genau. Von hier aus ist es dann relativ easy, glaube ich. Hier runter. Rum ums Eck. Und wie war das dann? Ja. Wenn ich das Nito. Der Sarg ist weiter oben. Also hier zurück, oder wie? Scheiße, ja. Oh mein Gott. Ungeschickt. Ich dachte, das wäre da unten irgendwo. Ich will es mir zumindest mal anschauen. Ist der irgendwo hier im Dunkeln? Vor Pinwheel noch. Dieser Titanit-Dämon. Oh. Hier gibt es einen Titanit-Dämon, den habe ich nie gesehen. Den habe ich nie gefunden. Hier dann irgendwo. Pat, grüß dich, hi. Jetzt schlagt ihr aber auf, hey, geil, freut mich. Schön, dass ihr alle am Start seid. Nee, das ist zu weit, das ist noch nicht weit genug oben. Hier rechts irgendwo, oder wie? Also da. Dadurch und dann irgendwo links, oder? Wo ist hier ein Titanit-Dämon? Oder noch höher? Da, wo die Räder links sind. Ja, genau. Also hier und dann aber nach links, oder was? Nee, ach fuck.
Fuck off. Ey, nein! Ich hasse sie so sehr! Oh! Oh, nee! Ah, nee, nee, nee! Oh, Mann! Links und hoch. Pat, für was entschuldigst du dich da? Da gibt's überhaupt nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Aber ja, kein Ding. Ja, ich weiß, Miku. Ich weiß doch. Ich versuch's ja, aber die... Was ist hier los? Wo kommt er denn her? Wieso ist hier ein schwarzer Ritter? Aha! Hilfe! Was ist jetzt passiert? Wo bin ich? In welchen Sarg kann ich mich denn reinlegen? Ich habe keine Leiter gesehen, nee. Wo bin ich jetzt? Achso, hier geht's wieder hoch. Okay. Nee, 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 nee. Wo war die Leiter? Wo war die Leiter? Wo war die Leiter? Hier. Oh, hier. Hier ist ja die Hölle los. Okay, okay. Hier muss eine Leiter sein. Hier muss eine Leiter sein. Hier muss eine Leiter sein. Nicht irgendwo runterfallen. Da ist eine Leiter. Da ist ein Loch. Okay, und weiter geht's. Es ist nah. Okay, okay, okay. Jetzt vorsichtig. Alles klar. Ich bin ganz, ganz vorsichtig. Bin ganz, ganz vorsichtig. Ken, grüß dich. Hi. Irgendwas steht da im Dunkeln. Irgendwas steht da im Dunkeln. Links ist ein offener Sarg. Ich will Nitos Schwert. Ken.
Und ich bin gerade ein bisschen in Panik, weil ich Angst habe. Da vorne steht was. Ah, da ist so ein Dämon, okay. Ah. Ich hatte gerade schon echt Schiss. Ich habe nur noch einen Flakon. Ja, dass man hier lange warten muss, habe ich schon gehört. Danke, Leute, danke schön. Hier war ich noch nie. Ich habe das Spiel, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich dieses Spiel spiele und war noch nie in dieser Ecke. Nee, Sepp, nee. Nee, oder? Ja, weil man hier echt lange warten muss. Ken, ich glaube, es geht darum, wegen dem Warten. Ich weiß nicht. Das Schwert ist doof, wenn es Neulinge finden. Ist es so mächtig, oder wie? Das Warten dauert ein bisschen lange. Okay, scheiße. Muss ich echt den Dämon killen? Ja, ich hab's schon gesehen. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Oh, das ist auch noch ein starker. Nee, 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 nein! Oh. Ah, Schande. Jetzt bin ich wieder hier. So, jetzt blitzen. Zoom, zoom! Ihr kriegt mich nicht, ihr verdammten Pinwheel-Dinger! Nee, okay, nein, nein, alles gut. Nein, kein... Nee, nein, nur ein bisschen getroffen. Alles gut. Ich glaube rechts rum. Leiter, jawohl, gut. So, Loch. Leiter, 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 nee, Leiter, Leiter, Skelettos, lasst mich. Ich muss die Leiter hoch. Ja, alles gut, ihr dürft mich hauen. Okay. Nun, Herr Dämon. Lassen Sie mich bitte kurz vorbei. Auge des Todes. Darf ich? Jawohl, danke. Skelettos? Nein. Ihr könnt mich hier drin treffen. Ihr wollt mich hier drin nicht treffen. Hier ist niemand. Niemand liegt in diesem Sarg. Hier hat sich nicht gerade vor euren Augen jemand in den Sarg gelegt. Alles gut. Er kommt. Yes! Let's go! Must have been my imagination, genau.
Lol, ich bin jetzt. Hä? Wait. Wo bin ich? Das sieht aus wie die Höhle, in der Manito bekämpft. Muss ich den Eid leisten hier und dann kriege ich's oder was? Aber das andere Item vom anderen Eid habe ich ja schon bekommen. Mach's mal nicht. Ihr hört mich aber schon, muss ich den Eid leisten oder was? Wie komme ich jetzt an das Schwert? Doch, ich muss wahrscheinlich den Eid leisten. Ja, musst du. Okay, ja. Okay, danke schön. Danke, danke. Wie lief euer PvP-Stuff? Okay, Schwert des Grabesfürsten. Schwerttanz, Wunder. Auge des Todes darbieten. Bringt mir das jetzt was? Nee, ne? Dass du darauf eine Antwort brauchst. Entschuldigung. PvP, ich habe eigentlich immer verloren. Das kann ich sogar super benutzen. Geil. Das wird auf jeden Fall benutzt. Aber es ist ein bisschen langsam. Ist das ein Zweihänder? Es ist einfach ein bisschen langsamer. Krummsäbel. Ah, Krummsäbel habe ich nie benutzt bisher. Verstehe. Noobs in Sense Fortress. Ja. Es war wild. Ich wurde aber auch schon hart überfallen. Und viel schlimmer war, fand ich, mit dem Drachenschwert, das man am Anfang kriegen kann, in der Untotenburg. Das fand ich viel, viel schlimmer als in Sense Fortress. Das war so mies. Ich habe mich echt schlecht gefühlt. Ich habe 4 Invades gemacht und das war wirklich, wirklich mies. Was ist jetzt? Ah! Oh mein Gott! Ich hab, weil in diesem engen Gang, ne? Die Hitbox von denen, ja, ist immer wild. Okay, kann ich mit Nitos Schwert jetzt die Skelette auch dauerhaft killen eigentlich? So. Ja, erst habe ich Cracked Red Eye benutzt, ja, und jetzt habe ich den roten Augapfel mittlerweile. So, ich gehe wieder menschlich. Ihr könnt wieder.
Dunklen Seance-Ring für Gwyndolin. Nee, Gwyndolin ist doch die im Keller von Anor Londo, ne? Dunklen Seance-Ring. Alter, da kommt schon wieder die geballte Ladung. Kompetenz in Dark Souls 1, ey. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Oder wer ist Gwyndolin? Habe ich die überhaupt schon? Habe ich die? Ja, aber ich kann doch. Der Bursche? Ja, der, das ist so ein Zauberer, oder? Der so nach, sich nach hinten wegteleportiert. Genau, Guinevere hätte ich. Genau, Guinevere hätte ich halt gekillt und wäre dann da reingegangen. Der Ring ist deutlich nicer. Ja, dann probiere ich diesmal so, weil das habe ich. Du Monster. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, Leute. Dann müsstet ihr mir kurz mitteilen, wo ich den Ring finden kann. Ja, stimmt, die Leuchtfeuer, das ist halt ein bisschen nervig. Aber Nito kann ich ja schon mal jagen gehen. Oh, hinter der kaputten Wand, ey, das ist jetzt schon wieder. Ich habe keine Ahnung, ne? Warte, das ist. Kann ich mich zu dem anderen Leuchtfeuer, kann ich mich, glaube ich, nicht teleportieren, ne? Also, boah, ob ich jetzt diesen, wenn ich den Ring jetzt hier in den Katakomben nicht finde. Deine Mutter kommt wieder. Nee, geh weg, nicht hier unten. Lass mich. Ich will doch nur kurz zum Leuchtfeuer. Nein, hier ist es nicht. Wo ist es? Oh Gott, der Ritter. Bin hier sowas von falsch, ne? Ja, ich sterb halt jetzt so ohne PvP, ne? Weil. Ja. Weil hier ein dämlicher Black Knight steht, den man nicht sehen kann. Also höher muss ich wieder wahrscheinlich, ne? Schwer zu beschreiben. Ah, oh, da muss ich aber, da muss ich ja vom Feuerbandschrein aus hinlaufen. Sag mal, Sepp. Hast du dir die Dinger. Hast du dir die Dinger aufgeschrieben? Damit du die jetzt loswerden kannst. Extra vorbereitet, deine Mutterwitze, wenn mich deine Mutter killt. Runter ist immer easy, ja. Das stimmt wohl. Ja, wenn man den richtigen Weg nimmt. Da, wo der Dämon war, in die andere Richtung. Ah, ja. Das wäre vielleicht sogar besser. Schnauze, Skeletto.
Das muss ich mal hier an dem Nidus Schwert ausprobieren. Ja, da geht schon was. Aber es braucht ein bisschen. Und die Skelettos stehen nicht mehr auf. Das ist gut. Also die hier jedenfalls. Ich probiere es hier vorne nochmal. Bonfire Rasten habe ich. Habe ich gemacht gerade, oder nicht? Secret Bonfire gibt's hier? Echt? Nee, kenne ich gar nicht. Ah doch, 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 so auf halber Ebene, ne? Ja, ich weiß wo. Lol. Du Schweinebacke. Du Schweinebacke. Nee, 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 nicht killen jetzt. Ich find das Timing von dieser Waffe super seltsam. Der braucht so lange, um damit zuzuhauen. Das fühlt sich ganz, ganz komisch an. Ich mach die jetzt gerade alle mal, weil es dann einen Ticken einfacher wird. Ey, Hoppelhase, danke für den Follow. Ihr beide, kommt mal mit. Wir machen das hier drüben aus. Komm mal her. Komm, komm. Weil ihr mich dann auch schöner hier durchnavigieren könnt. Ist das andere runtergefallen oder was? Lol. So, Secret war, glaube ich, irgendwo. Ist hier? Nee. Nee, aber hier ist auch falsch. Ich glaube, hier irgendwo kann ich doch. Hier, so war das doch. Oder nicht? Muss ich das hier benutzen, um an den Ring zu kommen? Wahrscheinlich. Nee. Aber wo war dieses Secret Bonfire? War das nicht hier? Da ist es. Ja, menschlich werden bringt jetzt gerade nicht so viel, weil der Boss schon besiegt ist. Aus dem Gebiet. Deswegen mache ich es gerade nicht. Ihr könnt eh nicht invaden bei mir. So, wo muss ich hin für den Ring? Wie lange er braucht, um zuzuhauen mit diesem Schwert, ne?
Ah, und jetzt kommt eins von hinten. Nee, 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 stopp. Hör dir auf. Och, Mann. Wo kam jetzt das von hinten her? Also bin ich hier richtig für den Ring? Sagt ihr? Ja, sehr gut. Was ist hier los? Da? Da? Hier oben? Aha. Passt, das wird's gewesen sein. Wo geht's hier hin? Könnten Sie bitte aufhören, mich zu verhauen? Ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Eigentlich nur zum Leuchtfeuer zum Reisen jetzt, ne? LOL! Okay, hier komme ich jetzt raus. Ist ja witzig, da bin ich noch nie lang gelaufen. Ups, Entschuldigung. Ich bin Ihnen vielleicht auf den Kopf gefallen. Nee, 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 nee. Och, Mist. Ich wollte es eigentlich irgendwie überleben. Ich hätte auch einen Heimkehrknochen nehmen können, nicht Depp. So, jetzt können wir wieder menschlich werden und dann könnt ihr auch wieder... Painted World kommt noch. So. Also ich habe schon noch einiges vor mir. Es ist nicht so, dass ich super schnell gewesen wäre. Ich würde jetzt bitte gerne einmal... zu dem Leuchtfeuer... Wo, nee, hier nicht. Dieses, genau. So, und jetzt darf ich Nito killen. Dann geht's hier runter. Hier runter. Hier. So. Mei, oh mei, oh mei. Das ist immer ein Stress hier unten, ey. Das ist immer so ein Stress.
wie war jetzt die Nummer hier nochmal? Hier kommt gleich so ein Ding. Ja, genau. Einfach dran vorbeilaufen. Boss Run von Nito. Ja, der ist wirklich schlimm. Genau, der verschwindet. Dahinter sind zwei Skelettos. Zwei große Riesenskelettos. So, und dann kann ich hier runter. Werde hier einmal nicht getroffen. Dann kann ich hier rum. Und nee, ich muss eins höher. Und durch den Nebel. So, die ersten Skelettos bei Nito sollten ja jetzt mit dem Schwert liegen bleiben, ne? Wow, er fängt damit an. Er fängt damit an. Kommen Sie bitte hier rüber. Hinten hin gehen wir nicht. Ey, können wir das bitte anders hier machen? Ihr Brat, das dauert viel zu lange, Jungs. Nee, die bleiben nicht... Ah, fuck. Okay, das ist die falsche Waffe dafür. Das ist ganz, ganz schlecht. Ah, ich bin in seinen Griff reingerollt. Autsch. Ja, das wird, glaube ich, hier eh nix, weil ich die Skelettos nicht tot krieg. Das wird gerade gar nix. Ich sehe nix. Scheiße, jetzt bin ich bei den Großen. Ah, Mist. Ah, nee, der Trank ist ja leer. Ah, shit. Shitty, 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 shitty. Gut, anders. Ich glaube, ich kann mich jetzt eh nicht... Lohnt sich das, mich jetzt menschlich machen zu machen für euch? Nee, ne? Also, Astoras Schwert kann nicht effektiv genutzt werden. Ich brauche 14. 14 Wille. Ich benutze jetzt einfach. Ich hätte vielleicht den Hammer von Smaug benutzt, aber reicht nicht. Scheiße, ich glaube, ich habe nicht genug. Dann muss ich doch erst in einen anderen Boss machen gehen, weil Nito... Ich glaube, ich komme nicht auf 14 Wille. Scheiße. 13. Eins fehlt. Ich probiere es, aber ich glaube nicht, dass es reicht. Haveln geht auch. Ja, aber muss ja nicht sein. Ja, guck mal, ich glaube, es reicht doch. Ich glaube, es reicht doch. Oh, aber es könnte ganz eng werden. Da muss ich noch einen Kill machen oder so. Ja, nee, es reicht nicht. Da mache ich noch Kills. Aber da benutze ich sicherlich nicht Nitos Schwert für. Das finde ich, das dauert viel zu lange, bis der damit zugehauen hat. So, jetzt ist die Frage, was kill ich dann jetzt? Einen von denen. Komm mal mit.
Nee. Nee. Fühle ich gar nicht. Dich schon eher. Jetzt ist halt der scheiß Köter hier, ne? Fuck off. Nee, noch einer. Oh, Kacke. Okay. Nein, gib mir den Loot! Hallo? Ach, ich darf die Ding nicht hochhalten währenddessen. Ich brauche ja nicht viel. Ich brauche nur ein bisschen was. Könntet ihr bitte hier runterfallen? Ich häng fest. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung. Ach Mann, ey. Roll halt in Richtung des Gegners. Perfekt. Heilige Waffe machen. Nee. Dafür jetzt? Nee. Ach, ich kann mich hier halt nicht hinteleportieren. Das nervt. Hart. Muss ich jedes Mal von einem Leuchtfeuer weiter oben laufen. Und ich will ja nur dieses Schwert von Astorias benutzen. Und dafür brauche ich nur noch ein ganz, ganz kleines bisschen Seelen. Ein weißer Brocken. Nee, der bringt auch nö. Ja, das ist jetzt natürlich RIP im Loch. RIP im Loch. Ich habe gehofft, dass es eine Seele ist. Aber es sind jetzt 16.900. Irgendwas ist gestorben. Irgendwas ist gestorben. Muss ich nur den Loot wiederfinden, den ich hier verloren habe. Oh, 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 oh. Hi. Diese Seele vom Ritter. Nice. Jetzt muss ich meinen Loot nur irgendwie... Nein! Och Mann, warum stellt ihr euch denn auch auf diese engen Gänge so blöde hin, ey? Hör mal auf! Ach, come on! Ja, Survival-Krampf eher. So, jetzt muss ich meine Seelchen wiederkriegen. Die ja hier hoffentlich irgendwo sichtbar liegen. Da. Gib! Mache ich einfach so und jetzt hoffe ich, dass die Ritterseele reicht. Müsste eigentlich. Ja, es reicht auf jeden Fall. Nice! So, und damit... habe ich etwas, womit ich die...
Keine Laterne tragen zu müssen. Ja, ich hab die Made noch nicht. Ich hab die Made noch nicht. Aber alles gut, also der Weg hierher, den finde ich easy und da killt mich auch nichts. Und ab hier ist es ja wieder... Mal kurz gucken jetzt. Jetzt ist natürlich... jetzt bin ich ein bisschen zu schwer und damit ich nachher nicht rumfummeln muss, machen wir das gleich richtig. Reicht das? Ja, perfekt. Gut. So, Nito. Jetzt geht's dir an den Kragen. Ich hoffe, der Blitzspeer taugt gegen ihn halbwegs. Wenn du hier menschlich wärst. Stimmt, da war was. Da kam mal einer. Das hatte ich mal. Da war was, da war was. Ich erinnere mich dunkel. So, mein Bester. Schick mal deine Skelettos vorbei. Ey. Nummer 1. Nummer 2 killt mich. Die haben mich halt gnadenlos hier jetzt in die Ecke gedrückt. Du glaubst es doch nicht. Nein. So viel dazu. So viel dazu. So viel zu, es geht Nido an den Kragen. Finde ich jetzt den Weg hier im Dunkeln, dass ich nicht jedes Mal hier rum machen muss? Ich habe übrigens meinen rechten Fuß gebrochen, zwischendurch, falls ihr es seht. Der hängt so ein bisschen seltsam. Wow, diesmal triffst du mich, wirklich? Skelettos. Ach Mann, ey, ihr seid echt. Ja, ist ja gut. Ach Mann. Dann haben sie ein Timing und ein Rhythmus. Ein Timing und ein Rhythmus, der mich killt. Immer exakt in dem Moment, in dem ich was tun will. Das fändest du cool. Ja, die stehen wenigstens nicht wieder auf. Da müsste ich mir keine Gedanken machen mit so einem Billo-Schwert.
Ist ja nicht gelevelt jetzt. Das Problem ist, dass ich so oft draufhauen muss. Ich muss mal schauen. Vielleicht kann ich sie mal eine Runde mit dem... Nee! Ich werde sie versuchen, einmal mit dem Blitzspeer zu hauen. Ja. Danke für den Pfeil im Arm. Die Kleinen hier, die haben doch auch extrem viel Menschlichkeit. Nee, was? Och Mann, ich wollte hier jetzt so diese Kleinen killen, die hier noch unterwegs sind. Hier kommen doch so Kleine. Scheiße, ey. Hier 10-mal jetzt... Ach. Dummer Nito. Warum habe ich mich dazu entschieden, Nito zuerst zu machen? Weil ich das Schwert wollte. Und ausprobieren wollte. Deswegen... Ich weiß gar nicht, wer mich hier das eine Mal hat irgendwer gesagt, ich soll hier menschlich langlaufen. Dann kam einer und das hat mich ziemlich schockiert. Was ist denn das nochmal für einer, der hier kommt? Heldenseele, cool. Genau, so ihr Kleinen. Kommt mal alle her. Machen wir mal den noch weg. Ich brauche nämlich ein bisschen Menschlichkeit von euch. Ich dachte, die droppen Menschlichkeit. Droppen die gar... Oh-oh. Droppen die gar keine Menschlichkeit? Die droppen keine Menschlichkeit. Okay. Hä, die droppen... Oder? Bin ich jetzt doof? Hm.
Nun gut, probieren wir es nochmal. Nito! Ach, ich rolle auch noch rein. Ich habe zu spät die Rolle gemacht. Nee, nicht nochmal! Nicht nochmal, nicht nochmal, nicht! Oh, ich bin schon wieder reingerollt. Nein, ich roll schon wieder rein. Ach Mann, ey. Gut. Nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Wir machen was anderes. Ins Gemälde. Finde ich gut. Erst den unten und dann... Erst den im Keller und dann ins Gemälde. Achso, Moment. Ins Gemälde muss ich ja eh erst... Dann mache ich erst das hier. Da muss man den Aufzug nehmen, ne? Anders kommt man da, glaube ich, nicht hoch. Anders kommt man, glaube ich, nicht ins Gemälde, oder? Also ins Startgebiet. Ich glaube, da muss ich hier... Oder? Wie war denn das noch? Ja. Ja, ich brauche erst die Puppe, glaube ich. Erst die... Ja, den Boss da drüben will ich eh killen, also... Kann ich auch kurz rübergehen. Okay. Chillt mal. Kann ich jetzt hier? Ja, genau. So war das. Okay. Ah, der macht ja die Nummer. Ach ja, komm. Ist ja gut. Ist ja gut mit deinen Explosionen.
Na gut, also so können wir uns natürlich auch bekämpfen. Habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, ehrlich gesagt. Was killt er denn eigentlich da jedes Mal? Es klingt jedes Mal, als würde er irgendwas killen, aber ich krieg keine... Ah, Mist. Nicht gesehen. Nice. Läuft. GG, Dankeschön. Graue Scholle, Heimkehrknochen. Hat besser funktioniert, als ich im ersten Moment dachte. Im ersten Moment habe ich meinen Schaden gesehen und gedacht, muss ich hier noch irgendwas holen? Nee, ne? Wo ist denn die... Ah, du hast ein großes Schwert. Brocken, cool. Merkwürdige Puppe. Die brauchte ich doch, oder? Fürs Gemälde, ne? So war das doch. Also, was soll ich jetzt hier? Alles erledigt. Oder? Jo, okay. Dann gehe ich jetzt zurück. Ich bin nämlich immer noch nicht gut in dem Spiel. Ich habe das immer noch nicht 100% raus, was ich alles brauche, was geht, was man nimmt und so weiter. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz bei André was schauen. Was es mich kostet, dieses Artorias Schwert ein bisschen aufzuleveln. Was ich nochmal dafür brauche. Das macht nämlich schon einiges aus an der Stelle. Gegen diese Skelette. Da muss ich nicht mehr fünfmal drauf fahren, sondern nur noch zweimal. Das ist, macht viel aus. So, jetzt... Nee, ganz normal Anolondo, glaube ich. Das mit dem Ring habe ich noch nie gemacht. Also wenn ihr da, wenn ich irgendwas Besonderes tun muss mit dem Ring, dass ich da irgendwie hinkomme, dann gerne die Info raushauen.
Einfach ausrüsten. Okay, nice. Jetzt werde ich wieder besonders schwer werden. Ja. Da muss jetzt... Ah, der Helm hat schon gereicht? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ach, jetzt habe ich nur noch 69. Boah, der macht schon viel, Havels Ring, ey. Ja. Kannst auch dem Eid beitreten von Gwendolyn. Ja, das... Das brauche ich nicht unbedingt. Jetzt musste ich irgendwas Wildes mit dem Aufzug machen, ne? Irgendwie runterfahren oder so. Ist er schon unten? Er ist schon unten. Kann ich ihn noch tiefer fahren? Ich weiß gar nicht genau. Oder in die andere Richtung? War das jetzt richtig? Nee, das ist falsch. Das will ich nicht. Ja, jetzt müsste es passen. Jawollo! Ich dachte immer, das Leuchtfeuer war hier, aber es ist da vorne. Sonnenerstgeborenen, was macht der Ring? Verstärkt Wunder, ah, okay. Bin ich mal gespannt. Das letzte Mal war es relativ. This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished, it shall not be by the feet of. Alter, Enno! Dankeschön. If thou art a true disciple of the dark sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwyndolin, and kneel before me. Nee, ich verklopp dich jetzt. Raid, hi. Enno, dankeschön. Ey, der supportet richtig rein hier. Und hi, Disraz. Ja. Klappe zu, Affe tot, Finstersonne Wendelin. Wir chillen hier ein bisschen. Blasphemie. Wer übt denn hier Blasphemie aus? Wow! Seit wann geht denn das durch die... Was ist jetzt los? Ey! Seit wann geht das durch die Wand? Das ist neu. Ah, wie war denn die Nummer noch? Ich brauche nicht das Schild jetzt auch noch ausrüsten hier so. Aua! Genau, davor muss ich mich schützen. Den Rest kann ich umgehen. Die sind nämlich mies. Enno, Alter, danke für das Geschenk. Für das Geschenk der Abo-Mann. Und, ey, herzlich willkommen, die Raider vom Enno. Disraz. No. Ah, ja, Kamehameha, jawohl. Oh, ja, und nein, verdammt. Ah, Mist. Das letzte Mal, als ich renne bis zum Ende des Gangs. Ja. Das letzte Mal ging es relativ zügig vorbei hier. Bin ich ganz gut durchgekommen. Ja, ich muss einfach
Kamehameha. Kamehameha ist gut. Dem weiche ich easy aus. Den weiche ich eigentlich auch ganz gut aus. Ja, geht. Geht. Geht voll klar. Alles easy. Bei denen kann man sich kurz verstecken. Weil die sind nämlich fies zum Ausweichen. Ey! Jetzt macht genau Mono-Skill-User. Noob! Du wirst das in deinem Run noch ausprobieren, bis zum Ende zu laufen? Es gibt doch kein Ende hier. No! Autsch, das war voll in die Fresse. Komm jetzt her, du Nasenbär, und hau nicht immer ab. Oh, ganz knapp. No! Für eine halbe Stunde oder so machen. Oh Mann, ey. Ja, kann man tun. Yes. Oh, Heretic. Oh, Ketzer. Gehüllt in Finsternis. Ist das ein Kerl? Das ist doch eine Frau, oder? Das ist doch eine Lady. Wusch. Da, ich bin bis zum Ende des Ganges. Das ist ein Kerl? Nein. Was war hier jetzt nochmal los? War hier noch irgendwas Dummes? Kreis war gut. Ich erinnere mich. Hier war, glaube ich, nichts Cooles. Der Junge wurde weiblich erzogen. Ah, Blechrüstung. Mhm, cool. Und eine leere Kiste. Das ist ja eine Schweinerei. Eine leere Kiste. Was hatte mir gefehlt, um Astorias Schwert noch weiter hochzuleveln? Waren das nur ein paar Seelen? Nee, was hatte gefehlt? Funkeltitanit, ne? Kann ich aber nirgends kaufen. So, und nun ins Gemälde. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie man da hinkommt. Gibt's bei dem Riesenschmied echt Funkeltitanit? Komme ich hier? Ich glaube, ich kann jetzt einfach hier hoch, ne? Und dann komme ich Richtung Gemälde. Müsste passen. Ich bin menschlich, ihr könnt jederzeit kommen dann im Gemälde, wenn ich es überlebe, dorthin zu kommen. Weil jetzt kommt ja erstmal noch der Akt bis zum Gemälde. Wobei es eigentlich gehen sollte. Kommen Sie!
der nächste. Ey. Oh ja, das geht. Ah, geht ja voll klar. Da hatte ich schon wesentlich größere Probleme hier manchmal. Genau, wenn nämlich sowas passiert. Hört bitte auf. Nee. Nee. Danke. So, du noch. Du brauchst gar nicht meinen, dass du hier von hinten mit deinen Bleistiften werfen kannst, ey. So, das müsste der letzte sein. Ah ja, hier gab's diese riesige Rüstung. Die war auch geil. Die kommt schon Havel sehr nahe. Aber nicht ganz. Wurfmesser. Haben wir hier große Zauberwaffe. Die ist, glaube ich, auch ganz geil. Wurfmesserchen. Hätte auch mal vorher looten können, ne? Du hast bestimmt auch Wurfmesserchen für mich. Jawohl. Super Sach. Und ab ins Gemälde. Let's go. Einmal Super Mario 64. Ah, ganz knapp am Level vorbei. Am Level up. Das müsste doch drin sein mit euren Seelchen, die ich hier von euch bekomme, oder? War hier nicht auch noch irgendwas Wildes? Hier war irgendwas Wildes. Irgendwas Wildes war hier, aber ich weiß gerade nicht mehr genau was. Ja, hier schnaubt's nämlich schon da oben. Ah ja, guck mal. Irgendwas. Ah ja, jetzt bin ich giftig. Genau. Okay. Okay. Ja, wartet mal kurz. Ich muss zum Leuchtfeuer. Ich wollte mich sowieso da hinsetzen. Leveln. Schweinerei, ey. Kann ich jetzt die Riesenkeule schon nehmen eigentlich? Ich glaube 29 war es, oder? 29 Stärke. Wo ist sie? Da. 26. Ich kann sie schon benutzen. Jetzt müsste ich sie nur noch mal leveln. Dann wird's geil. Ich glaube, die Riesenkeule ist witzig. Das böse Federvieh. Ja, ich liebe es. Ah, riesige Keulen. Oh. Ah, okay. Dann doch zweihändig. Was war denn hier nochmal? Ich versuche mich gerade zu erinnern, was man gegen die hier am besten macht. Ich glaube einfach abhauen, ne? Weil die eh explodieren. Ich kann mich an den Weg nicht mehr richtig erinnern, der hier zu gehen ist.
Hey! Das hat nicht geklappt, ich wollte darüber hüpfen. Keine Ahnung, was es da gibt, aber ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Okay. Jetzt hat Le eine Goldmünze. Wie war denn die Nummer noch? Ha, böses Federvieh. Ich erinnere mich irgendwie an... lol. Na gut. Gucke ich mal, was hier unten geht. Hallo? Keiner da. Seele. Haben wir da unten welche? Und hier oben ein... Nee. Nee. Ach Leute. Ich häng fest. Was müsste man jetzt tun? Neu starten. Warten, dass der Finstergeist mich findet. Finstergeist, bitte helfen Sie mir. Ich hänge fest. Nun. Ich sterbe gleich, okay. Hat das Spiel so einen Countdown drin. Ich kann auch nichts drücken. Ah, warte. Nee, okay. Jetzt... Oh, das ist aber eine coole Posi. Das ist eine coole Position. Die würde ich gerne behalten. Hat er mich gefunden? Nee, irgendwer anders spuckt mit Feuer auf mich. Stepfinstergeist. okay. Das war ja eine lame Invasion vom Finstergeist. Ich glaube, ich hätte gerne 10 Flakons hier an der Stelle. Ehrlich gesagt. Auch wenn ich jetzt nur noch eine Menschlichkeit habe, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich die brauchen könnte. Dann muss ich halt Invasionen machen. So, ich bin mir gerade wirklich überhaupt nicht sicher, wie hier der
Weg war, wo ich hin muss. Wo geht's denn hier lang? Ein bisschen Loot. Ah, wenn ich weit genug weg von denen bin, ist alles easy. Okay, cool. Gut zu wissen. Ah ja, okay, ja, genau, da ist dieser. War hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht. Ja, das sind die hässlichen Vögelchen. Okay. Dann geht halt. Was gab's hier? Roter Symbolspeckstein. Das ist, glaube ich, das PvP-Item, von dem Sepp gesprochen hatte. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber ich nehm's. Hier gibt's kein zweites Bonfire. Guck mal an, da kommt der Pet aus dem Chat zu Hilfe. Sehr gut. Danke für die Info. Konnte ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Nee, ne? Man musste irgendwas draußen machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe das letzte Mal habe ich den richtigen Weg nicht gefunden. Da habe ich mich irgendwie durchgeleckt, gebackt, irgendwas Cooles gemacht. Ja, in Innenhof, genau. Ach wait, jetzt bin ich wieder hier. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Da habe ich einmal kurz die Richtung vercheckt, in die ich laufe. Weil hier ist jetzt ja die sind diese Drachenbeine, die wachen ja auf. Also davor laufe ich mal noch nicht, weil da muss ich gleich einen Bosskampf machen. Ich hätte schon erstmal gerne. Ist das hier? Durch Vorrichtung verschlossen. Genau, und diese Vorrichtung habe ich das letzte Mal nicht gefunden. Ah, wait. Das ist der Innenhof. Ja, Phalanx, geh weg. Genau, jetzt hat Lay. Okay, alles klar. Einmal nochmal voll machen, warum nicht, wenn ich gerade schon hier bin. So. Was war jetzt hier nochmal? Nee, 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 nee. Wow, was? Nee, 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 ihr zwei, ihr drei,
Ihr hässlichen kleinen Mistbastarde. Das lassen wir. War hier nochmal ein Boss? Nee, ne? Was war denn hier nochmal? Hier kam doch irgendwas. Irgendwas war doch hier. Ich weiß nicht mehr, was man hier machen muss. Irgendwas war hier, was man... Da gab's irgendwas. Ich weiß auch nicht. Was steht hier? Pass auf, Schatz. Säureflut. Mhm. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Was geht hier? Hier war ich das letzte Mal, glaube ich, auch nicht. Ah, hier komme ich hier hin. Nett. Ey, ey, ey! Welcher Bastard von da oben? Glaubst du ja nicht. Schießt er mir in den Hinterkopf? So, im Brunnen ist die Vorrichtung. LOL. Hier ist ein Brunnen. Ey, Pinwheel, nee, 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 nicht cool. Nicht. Hör mal. Du verdammtes Scheißding. Wollen nochmal auf die Kirmes gehen. Enno, viel Spaß auf der Kirmes. Und Dankeschön nochmal für den Raid. Danke für das geschenkte Abo. Ja klar. Nee, nee, es killt mich halt komplett. Oh, diese Scheißdinger. Ich habe nicht zufällig irgendwo eine Menschlichkeit bekommen, ne? Nee. Ich hasse diese dämlichen Räder. Und warum sind die da in dem Brunnen drin? Voll miese Nummer, ey. Richtig miese Nummer. Noch eins. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Warum denn? Ich wollte dich nicht vorwarnen. Ja, das ist absolut okay. Was für eine Scheiße, Mann. Wer denkt sich sowas aus? Die Leute haben das niemals selber gespielt. Ja klar, er macht eine 90-Grad-Wende. Er macht eine 90-Grad-Wende um die Ecke rum. In vollem Tempo. Ja, Schild könnte ich mal benutzen.
Aber es reicht halt leider nicht, der Schild. Beziehungsweise meine Ausdauer, ich werde trotzdem Schaden kriegen wahrscheinlich. Eventuell nicht alles, aber und dann kommt der zweite Ansturm und dann bin ich trotzdem am Arsch. Ach, toll, der Loot ist weg. Okay, es hat gereicht, das ist gut. Nee, 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 er macht schon wieder die 90-Grad-Kurve. Zwei, zwei. Damit ihr wenigstens irgendwas Spannendes zu sehen bekommt, dachte ich, ziehe ich mal den Darth Vader Helm auf. Es gibt... Na los, rein da. Na, ich gehe jetzt erstmal nach oben, dann werden sie ja wohl gleich aufhören. Sie hören nicht auf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Weil man hört sie auch noch. Es gibt einen anderen Eingang. Es hat aufgehört. Es geht wieder los. Oh, ist das geil, ey. Ich denke mal, vielleicht da vorne rein? Eine Treppe. Das Gebäude neben dir. Das da? Oder... Nee, Phalanx, hören Sie bitte auf. Hier? Nee. Ja, doch, guck mal. Nice. Was ist das hier? Das ist doch hier schon wieder... Ja, guck mal, da kommt das nächste! Nee, 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 ach man! Okay, wisst ihr was? Scheiß auf den Intentional Way, ganz ehrlich. Ich gehe wieder meinen Weg, den ich rausgefunden hatte. Ein Ratschlag. Wie war denn das noch? Was hatte ich denn gemacht? Ich hatte ganz wilde Dinge getan. Ich glaube, das müsste jetzt auch wieder funktionieren. Also jetzt kann ich ja auf jeden Fall mal hier oben lang. Genau, jetzt kommt der Drachenkopf.
Komm mal her, du. Kommt erst der Kopf. Und jetzt kann man hier mal ein bisschen stochern. Jetzt sollte ich, glaube ich, hier weg. Ja, genau, zu spät. So, dann können wir hier mal ein bisschen stochern. Und hier wieder ein bisschen stochern. Gehen wir mal wieder weg. Oh nein! Ungeschickt. Es gibt hier eine Cutscene? So. Und dann war, glaube ich, die Idee so, ja, das funktioniert jetzt aber hoffentlich, weil, also das eine Mal hat es funktioniert. Das funktioniert jetzt hoffentlich, weil das immer noch buggy ist. Ah, Mist, mit dem Speer geht's nicht. Ich hatte ein Blitzschwert, mit dem ging's. Mit dem Speer geht's leider nicht. Schade. Wenn du einen Blitzspeer mit gutem Damage hast, dann stehen die auf. Oder war das irgendwie, ist das irgendwie, war das random? Ich weiß es gar nicht. Aber man braucht auf jeden Fall Blitzschaden, dann können die aufstehen. Die Beine, und dann stehen die plötzlich vor einem. Jetzt geht's aber leider nicht. Schade, schade, schade. Beidhändig? Ah, Mist. Geht nicht, hab da Glück gehabt, muss ich doch. Im Brunnen sofort in die Mitte, da ist die Vorrichtung. Rahnstein, nice. Okay, ja, dann, also in den Brunnen rein. Oder durchs Haus, in den Brunnen, sagst du? Nee, Haus. Okay. Autsch. In die Mitte. Ich sehe keine Vorrichtung. Ich habe leider keine Vorrichtung gesehen. Ah, da ist sie. Ich habe sie gesehen. Okay, jetzt sehe ich sie. Ich weiß, wo sie ist. Hey, dann kriege ich ja noch was Neues zu sehen. Ist ja cool. Hier gibt es eine Cutscene. Die habe ich nie gesehen. Oder habe ich? Nee, ich glaube nicht. Oh Mann! Oh Gott! Oh. Lassen Sie mich bitte. Wait, what?
Meintest du das mit Cutscene? Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Nein, stopp! Hören Sie auf, bitte! Mann, ihr Dämlichen! Das ist... Also das hier ist wirklich eine... Ah! Uff! Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Au. Was steht da vorne für einer? Habe ich Tiefenschärfe in aktiv? Witzig. Fällt hier nicht noch einer von oben runter? Ja, eben, genau, da kommt doch noch einer von oben. Warte mal. Ich sollte vielleicht erstmal... Ich weiß nur nicht, ob der respawnt da oben. Ob sich das jetzt lohnt, ob ich denke, dass ich den kill oder nicht. Nee. Der respawnt? Ach, dann lohnt sich das ja gar nicht. Dann laufe ich doch einfach an ihm vorbei. Ah, ich hätte hinter ihn gehen können, ne? Ich glaube, von hinten hätte ich ihn dann kritisch treffen können. Ah, einhändig. Mist. Einhändig sterben sie nicht sofort. Der Boss sagt im Dialog, dass nur friedliche Kreaturen hier leben. Ja, genau. Deswegen ist hier alles voll mit irgendwelchen... Ja, hier kannst du nämlich, wie gesagt, die Beine dazu bringen, dass sie aufstehen. Dann kannst du unten durchlaufen und dann kannst du hierher droppen. Das ist sehr angenehm. Hi! Ich muss erst mit dir reden, ne? Schnauze jetzt. Shitty Fluch. I expected as much from thee. Why dost thee hurry toward thine death? Hier konnte man auch den Schwanz abschneiden, ne? Es gibt, glaube ich, auch eine Waffe, wenn mich nicht alles täuscht. Mit Jauche-Küchlein. Ey, ich hab sogar den Schwanz abgeschnitten. Schau mal. Zufällig. Ha, geil. Man kann die cheesen, wenn man nicht angreift, sondern mit Jaucheküchlein bewirft. Und dann greift sie einen nicht an und sie stirbt, weil sie an Gift stirbt, oder was? Sie greift nie an, ja. Und stirbt aber, ja, witzig. Hey! Ihr seid ja auch wieder da. Grüß dich. Servus. Guten Tag. Was soll das? How dare you produce a blade upon a deity?
Ah, weil ich den jungen Mann getötet habe, oder wie? Der sich anzieht wie eine Lady. But how? Wie? Is a threat, Master Gwendolyn. Entschuldigung. Das ist nicht euer Ernst. Was soll denn das jetzt? Mann! Was ist denn das jetzt hier für ein Unsinn? Warum? Weil ich jetzt die Lady da getötet habe oder den Typen im... Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich den... Ich dachte, sie greift einen nur an, wenn ich... Oh Mann! No! Ach, warte mal. Ich will ja sowieso wohin. Ich kann ja jetzt hier weitergehen. Stimmt. Dann machen wir jetzt hier weiter. Aber jetzt brauche ich erst ein Leuchtfeuer, um wieder... Damit wir wieder kämpfen können. Damit wir wieder PvP machen können. Kannst du mich bitte kurz vorbeilassen? Ich werde dir dankbar. Danke. Ja, genau. Ich glaube auch da oben ist eins. Ich brauche jetzt nur... Ich muss gucken, ob ich welche habe. Ich hoffe, ich habe welche. Nee. Ich habe nur eine einzige normale Brandbombe. Das ist schlecht. Ich habe sonst nichts mit Feuer. Ja, lass mich mal durch. Ah, wobei Blitz könnte den schon... Aua! Oh, Blitz macht den ja gut Schaden. Okay, vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Alles easy. Super. Nice. Super nice. Super nice. Super nice. Das gefällt mir. Was leveln wir noch? Bisschen mehr Leben. Bisschen mehr Leben. Hier will ich hin. So, Leute auf YouTube, die ihr auf YouTube eingeschaltet habt und euch wieder mal 2 Stunden 15 Gameplay gepresst habt. Schön, dass ihr am Start wart. Bis zum nächsten Mal. Wenn es durch die Archive geht. Es geht voran, jetzt wieder mit PvP ein bisschen. Mal gucken. Genau, haut rein. Tschüss.